So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob Schwammkopf, die Schlacht um Bikini Bottom. Die letzte Aufnahme ist tatsächlich schon ewig her. Ich habe mal kurz geschaut. Moment, ich muss mal. Kleinen Moment bitte, ich muss hier meine Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Dann kann ich nicht auch besser reden. So, also, was wollte ich sagen? Die letzte Aufnahme war vom 16.10.2015. Heute haben wir den. Haha, 24.04. Ja, da war ich ein bisschen spät, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ich meine, es ist ja egal. Wir haben so kleine Bugs. Zum Glück habe ich auch Hilfe bekommen dafür. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles ein bisschen besser. Spieleinstellungen, ja. Ich wollte nämlich noch den Sound ein bisschen. Ich hoffe, das passt so. Gut, ich muss erstmal wieder reinkommen. Es tut mir leid, ich habe so lange nicht gespielt. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Jedenfalls, ich wollte mich ganz herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank für die Hilfe. Hoffentlich funktioniert das jetzt alles. Zumindest besser. Also solange es schon besser funktioniert, da bin ich schon sehr zufrieden. Also vielen Dank nochmal. Ne? Danke, danke. So. Blubberfreund, ich wette, der nächste Move, den du mir beibringen wirst, ist der beste von allen. Na, garantiert. Ganz genau, SpongeBob. Schütteln wir uns darauf die Hände? Würde ich gerne tun, wenn ich Hände hätte. Hier, ich werde dir welche machen. Da war wieder so ein Bug. Ach, da backe ich auch gleich. Vielleicht später. Pass nun auf, SpongeBob. Diese Seifenblase ist erste Sahne. Ich höre dir aufmerksam zu, Blubberfreund. Drücke diese Taste, wenn du stillstehst, damit du eine Seifenblase erzeugst, die du in der Luft steuern kannst. Wow! Ziele aber vorsichtig. Du hast nur ein paar Sekunden, bis die Seifenblase zerplatzt. Ich bin eine Seifenblasenmaschine. Ich muss sagen, ich finde, das ist einfach das beste SpongeBob-Spiel, was es überhaupt gibt. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Wow, 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 ich kann nicht steuern. Aber cool. Nochmal. Ah, geht doch. Okay, es gibt nur noch Bugs. Ich muss dann nochmal schauen. Ich muss dann wirklich nochmal schauen. Ich würde sagen, wir nehmen es trotzdem auf. Das ist jetzt nicht so wild, oder? Findet ihr, das ist schlimm? SpongeBob's Traum will ich jetzt eigentlich nicht. Wie viel Pfannwände haben wir denn? 58. Das heißt ja, wir können nicht zu den 60. Aber nicht weiter schlimm. Dann gehen wir eben zu den 50. Okay, Moment. Ich glaube, ich... Oder was? Nein, okay. Nein, wir nehmen jetzt auf, weil ich habe hier nicht Zeit und deshalb... Ah. Ich muss da wirklich nochmal drüber schauen. Was? Achso, ja. Ich spiele mit dem Xbox-Controller. Ich muss da wirklich erstmal da reinfinen. Ich muss prinzipiell überhaupt erstmal reinfinden. Willkommen im Seedankwald. Ein interessanter Ort mit vielen Sehenswürdigkeiten, wenn man sich nicht vorher verläuft. Warum ist das so extrem laut? Ich habe es auch in der Einstellung jetzt eingestellt, dass es nicht so laut sein soll. Spieleinstellungen. So. Nach dieser Folge schaue ich nochmal. Ich verspreche es euch. Da gucke ich nochmal drüber, woran das liegt. Und ja. Jetzt machen wir erstmal hier los, ne? Ach Gott. Ich weiß noch in meiner Kindheit, aus meiner Kindheit, nicht in meiner Kindheit, da weiß ich noch genau, dass ich dieses Level irgendwie gar nicht so richtig mochte. Ich habe das auch ganz schlecht in Erinnerung, muss ich sagen. Also ich weiß noch nicht mehr, was hier alles ging. Okay,
Okay, wie funktioniert ihr? Ihr macht dann einfach so einen Strahl, okay. Okay. Komische Viecher. Sehr komische Viecher. Was ist das? Oh, das ist ein Zelt. Okay. Das ist keine Rampe. Hi, Mrs. Puff. Sind die anderen Fahrschüler auch hier? Nein, SpongeBob. Wie kommst du denn darauf? Glaubst du etwa, wir würden uns vor dir verstecken? Mach dich doch nicht lächerlich. Ich sammle Holz für den Winter. Ja, genau. Oh, kann ich helfen? Ich habe eine Auszeichnung für besonders gutes Holzsammeln. Du musst mir in einer anderen Sache helfen. Diese Roboter haben alle Schüler, ich meine natürlich Camper, in den Wald verjagt. Jemand muss hinter ihnen her und sie finden, bevor der Förster kommt. Ich werde sie für Sie finden, Mrs. Puff. Ich bin der richtige Schwamm für diesen Job. Danke, SpongeBob. Ich werde dir eine schöne Belohnung geben, wenn du sie alle gefunden hast. Okay, was ist das? Winzumat. Aha. Was genau hat das jetzt gebracht? Ich habe keine Ahnung. Okay. Können die sich nicht selber verletzen? Ach, geht doch kaputt. So, wie komme ich denn überall dahin, wo die sind? Ich fühle mich wie ein neuer Au. Oh Gott, ich kann es ja gar nicht mehr. Was war das hier für ein Geräusch? Diese Dinge hier? Ja, ich schaue auf jeden Fall nochmal diese Soundbugs. Ah. So, mach dich mal weg hier, du Typ. Sprengt sich ja eher alles selber in die Luft. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, die erwischen uns da nicht. Weißt du was? So. Wir haben doch das Teil. Warum sollen wir es dann nicht nutzen, ne? Auch wenn das sehr mühsam vorangeht. Aha, da kann sich also regenerieren. Okay. Ich treffe ja nicht mal mit dem, wisst ihr? So, jetzt aber. Jetzt schaffen wir es. Das ist genau gar nichts gebracht. Ja, super. Super toll. Okay, ich kann das Spiel auf jeden Fall noch sehr gut. Das merke ich. Hey, Ranger. Okay. Probieren wir es doch gleich nochmal. So, bam. Den Typ müssen wir auch noch erledigen. Ich hab das noch nicht so raus, ne? Mein Gott. Ich pack's grad gar nicht. So, der sprengt sich doch jetzt in die Luft, hoffe ich, der Tiki, und steckt die anderen an. Genau. Ach, und dann ist der mal wieder hier. Okay. Gut. Hätten wir das. Nein, keine neuen Roboter produzieren. Au. So. Jetzt aber. Jetzt haben wir es endlich mal. Und auch mal Zeit, ne? Wo geht's hier hin? Es glänzt. Ich würde sagen, das ist sehr eindeutig, was wir hier machen sollen. Aber ob ich da treffe,
Yay, ich habe getroffen. Was passiert jetzt? Ja, es wachsen Pflanzen. Juhu. Wenn das nichts ist. Warum ist hier noch so eine Pflanze? Ah, dankeschön. Das ist Omat. Macht immer noch nichts. Ich dachte, er macht jetzt was. Du hast einen Camper gefunden. Scheiß Camper. Nein, das war keine... Okay. Wir müssen aber jetzt nicht nochmal alles von vorn machen, oder? Also den Camper haben wir jetzt doch, ne? Ja. Danke, Spiel. Okay, wir brauchen hier Patrick. Ach, das gibt's doch wohl nicht. Das Spiel will mich ärgern, oder? Das will mich ärgern. So, dann sprengt euch doch alle in die Luft. So, jetzt ist Patrick dran. Der macht das. Oh, der Timer sagt, dass die Folge vorbei ist. Der Timer hat aufgehört zu sagen, dass die Folge vorbei ist. Und das Spiel hat gerade extrem gepackt. Okay. Wir machen das noch schnell fertig und dann... Bam. Mit Soundbugs. Ich schaue wirklich nochmal nach. Also schon mal danke für den Tipp. Ich überprüfe dann nochmal alles. Würde mich schon interessieren, woran das jetzt liegt. Dass immer noch nichts funktioniert. Auf nach oben! Auf nach oben. Machen wir doch gern. So, wir haben den Checkpoint erreicht. Das ist doch gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch stören diese Soundbugs nicht allzu sehr. Und ja, ansonsten, tschüss, haut rein, bis zur nächsten Folge.